Unser erster Gast heute Abend, meine Damen und Herren, ein Wunschgast, kann man sagen. Ein Kollege von uns, der jeden Morgen früh raus muss, ich glaube um 2 Uhr, denn er gehört zum Erfolgsteam des erfolgreichsten Frühstücksfernsehens. So heißt es nicht mehr offiziell, das heißt Morgenmagazin MoMA, wo wir auch diese tolle Tüte hatten letztes Mal, vom Museum of Modern Art. Richtig. In New York. Und er gehört zum Erfolgsteam, bis zu 40 Millionen Zuschauer jeden Morgen, die sagen, hallo, was steht denn heute in der Zeitung von gestern? Das wollen wir bei euch im Ersten hören. Herzlich willkommen, Sven Lorik! €20 für? Nee, 40. Wir müssen ja alle die Wirtschaft ankurbeln und ich muss Buße tun, Strafe zahlen. Ich bin schwarz gefahren, hier in der Sendung. Ich war mal Gast, hab da oben als Zuschauer gesessen. Ja. Hatte Karten für einen meiner besten Freunde besorgt, gekauft. Ja. Für den Geburtstag von ihm. Leider hatte ich das falsche Datum ausgesucht. Ich war ein bisschen dusselig und die Karte war schon längst abgelaufen. Und stand in der Schlange vorne, wollte rein und dachte, wie kann man so doof sein? Aber der Security Man hat es auch nicht gemerkt. Und dann kam ich rein, glücklich, und sagte noch zu meinem Freund als klugscheißender Fernsehmensch, also die richtig interessanten Leute, die setzen sich in die ersten 2 Reihen. Wir kamen rein, waren auch relativ leer. Und die Dame, die aufteilte, sagte, wenn Sie ganz oben bitte Platz nehmen wollen. Und dann sind wir eben ganz nach oben gegangen, aber trotzdem eine nette Sendung gesehen. Und das ist jetzt die Strafe dafür? Ja, Schwarzfahren. Ja, schwarz, aber da würde ich sagen, schwarz sehen oder schwarz, nee, schwarz fahren. 40 €. Du bist mit der KVB hier schwarz hergefahren. Ja, ein Stück weit schon, in der Sendung. Die gehen aber natürlich sofort an einen wohltätigen Zweck, oder? Absolut. Das können wir ja, schon wieder einen 1. FC Köln? Poldi. Ja, haben wir letzte Woche mitgeholt. Ja, stimmt, genau. Das stimmt, durch die Sammelaktion. Ja. Normalerweise würden Sie jetzt schlafen, wenn Sie Dienst hätten morgen, oder? Nee, normalerweise, das ist mein Frühstücksfernsehen. Zumindest donnerstags gucke ich dann Schmidt und Pocher, weil ich stehe um 23 Uhr auf. Ja. Das heißt, es ist die ersten 15 Minuten. Ja, wann gehen Sie denn schlafen, wenn Sie um 23 Uhr aufstehen? 14 Uhr. 14 Uhr. Oh, da können Sie schlafen? Nach der ersten Nacht schon. Ja. Also die erste Nacht kann man nicht gut schlafen. Ich habe 3 Kinder, die sind halt auch relativ laut. Und, aber so nach der ersten Nacht, wenn man nicht geschlafen hat, von Donnerstag auf Montag, von Sonntag auf Montag ist recht schwierig. Aha. Und dann 23 Uhr aufstehen. Genau. Wann sind Sie dann im Sender? Zwischen 0 und 1 Uhr. Wir haben ein 3-Schicht-System im Morgenmagazin, rund um die Uhr Redaktion besetzt. Und dann, wir haben keinen Teleprompter. Wir haben diese Karteikarten und hangeln uns von Satz zu Satz. Und dann bis 5 Uhr. Das merkt man manchmal. Aber, aber es gibt Abstufungen und es ist auch sympathisch. Ja, natürlich. Aber ich sehe es häufig. Ich sehe es häufig, das Morgenmagazin. Und ich habe das Gefühl, einige Kollegen sagen sozusagen, um 5:30 geht's los. Ja. Von 5:30 bis 6, da guckt eigentlich eh noch keiner. Ja. Da lalle ich mich mal warm. Da kann man also so langsam das Sprachmodul hochfahren. So ist es. Ja. Ja. Und was ist die wichtigste Zeit ab 8 Uhr? Also früher hat der Kollege Struve immer von 5:30 bis 6 geguckt. Der Fernsehdirektor? Ja. Und ging dann schlafen oder wie? Nee. Nee, keine Ahnung. Ging dann irgendwie ins Bad oder sowas in der Richtung. Und, aber die Primetime ist so ab 7. Und ihr seid ja wirklich wahnsinnig erfolgreich. Ja. Ja. Das sind also, also mindestens 40 Millionen jeden Morgen. So. Richtig. Und da, dann wird kurzfristig auch entschieden, das heißt, ihr müsst ja in wahnsinnig vielen Themen zu Hause sein. Das ist ja von, was weiß ich, Tierschutz bis hin zu Nahrungsmittelvergiftung, dann kommt wieder ein Politikerinterview und so weiter. Wie kann man sich diese Bandbreite, die ich sonst nur bei uns beiden kenne, das ist richtig, überhaupt drauf schaffen? Viel lesen und wie ihr auch locker sein. Wir hatten, also wir haben wirklich die knallharten Politikersachen, auf der anderen Seite eben auch Unterhaltung. Wir hatten im letzten Jahr zu Weihnachten Gottfried Fischer da und mit dem durfte ich ganz liebe Grüße, wenn er wiederkommt. Ja, gell? Mit dem durfte ich Nasenblockflöte spielen. Oh, also ein Weihnachtslied, Blockflöte an die Nase. Und ich meine, danach kann nicht mehr viel kommen. Hoffentlich war sie auch vorher nur an der Nase. Ja, das, aber das musste ja kommen. Natürlich. Hast du eine Frage? Weil sie hätte auch im Mund sagen können vorher. Und das mag man nicht so gerne, wenn es an der Nase ist, auch von den Viren. Mich interessiert deine Freizeitgestaltung. Wenn du Sendungen hast, dann bist du ja auch erst um 10 oder 11 zu Hause. Da sagst du ja direkt schon wieder gute Nacht. Ich komme so um 11 nach Hause, dann hole ich meistens die mittlere von dem Kindergarten ab, die große kommt von der Schule. Dann Frau essen oder Tochter, oder? Tochter, ich habe 3 Töchter. Oh Mensch! Ja, verrückt, ne? Der Mädchenmacher. Und dann habe ich im Prinzip dann immer die Gelegenheit, mit denen noch mittags zu essen, plus Frau. Und dann geht Papi 14 Uhr schlafen. Meine Kinder finden das ganz toll, dass sie Papi dann die Gute-Nacht-Geschichte erzählen können, dass der als Erster ins Bett muss. Und Wie haben Sie eigentlich angefangen in diesem Job? Ausbildung, Journalist, ich habe studiert Studium. Geschichte und Politik und war dann, mein erster Fernsehjob war bei Radio Bremen. Ach, das können wir gerade mal zeigen. Nein. Doch. Nein, bitte nicht. Bitte nein.
Was haben Berti Vogts und ich gemeinsam? Hm? Diesen Reiseführer hier, die Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich 98 in Buchform. Auch der Bundestrainer hat sich mit diesem Werk auf das Gastgeberland schon eingestellt und vorbereitet. Ob Städte oder Sprachführer, alles drin. Natürlich auch praktische Hinweise, zum Beispiel auch Fußball-Fachvokabular in Französisch, kann ich also auch Marco Bode empfehlen. Dieser Reiseführer ist bei Polyglot erschienen und kostet 12,90 €. Ja. Marco Bode, der einzige Praktikant, der jemals bei Radio Bremen danach auch nie wieder. Durfte. Völlig überraschend eigentlich. Aber es hat doch gut funktioniert. Nee, da war ich tatsächlich Praktikant, einen Monat. Und da hat der damalige, jetzt immer noch Chef Ludwig Leverts gesagt... Grüße bitte. Ja, natürlich. Ich kenne ihn. Ehrlich? Ja, sein Bruder war Schauspieler in Augsburg. Verrückt. Ja, Grüße bitte. Und der war... Ich kenne eigentlich alle. Das ist Wahnsinn. Also man kann ja raussehen, wenn man egal, möchte. Egal, welcher Name. Sagen Sie einen Namen, ich kenne ihn. Ja. Und der hat tatsächlich, haben mich so lange belabert, bis der mich auf den Sender gelassen hat. Belabert? Belabert. Also belabert. Ah, belabert. Das ist eine 10-Minuten-Sendung und ja, da ist alles drin in diesem Sport. Ist das dieses Buten- und Binnenartige in Bremen? Also Radio Bremen ist ja auch ein toller Sender. Ja, generell. Aber die sind ja doch sehr viel Fischfangen und Boote lackieren auch so in der Berichterstattung, oder? Ja, aber die haben eine 10-minütige tägliche Sportsendung und die haben jedes Mal einen Sportgast und völlig überraschend immer von Werder Bremen. Hey. So Wahnsinn, oder? Ja. War Diego schon mal da? Nee, zu meiner Zeit nicht. Ich nehme an, jetzt ja. Ja, klar. Natürlich. Mit dem Auto auf jeden Fall. Also man merkt es ja, das Morgenmagazin macht jetzt 4 Jahre? 5 Jahre. 5 Jahre. So, jetzt müssen natürlich andere Aufgaben kommen. Bei uns im ersten sagt man, Bingo, da ist ein Mann. Donnerwetter, der ist für Größeres bestimmt. Jetzt der WDR, der beste, reichste und mächtigste Sender der Welt, hat ein Auge auf Sie geworfen. Na, ich bin ja schon beim WDR. Ja, aber ich meine jetzt in puncto Unterhaltung. Wie sind da die Pläne? Können wir das weltexklusiv? Ich meine, gut, mir ist egal. Wenn du fragst, also können wir darüber sprechen? Also. Ich entschuldige mich für die Frage, aber wir müssen das fragen. Was gibt es für Pläne? Jörg Pilawa, da war ich sehr überrascht und sehr erfreut. Grüße bitte. Und natürlich, ich wollte gerade sagen, das steht außer Frage. Der hat wenige Tage vor Weihnachten, 4 Tage vor Weihnachten in einem großen Interview gesagt, dass er sich vorstellen könnte, wenn er denn mal eventuell vielleicht ein bisschen kürzer tritt, ja, dass ich das machen könnte. Und da war ich sehr erfreut drüber. Und es ist so ein bisschen wie bei Barack Obama. Der hat auch immer gesagt, yes, I can, aber wählen müssen ihn dann doch andere. Gut, aber das passiert ja schon. Also es wird jetzt was passieren im WDR-Fernsehen, ein Quiz. Ja? Ja. Und dann geht es ja zack, 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 ganz schnell. Ist das so? Ich glaube schon, ja. Ja, man liest so verrückte Sachen in der Zeitung. Nein, ich glaube wirklich, dass es funktioniert. Und ich glaube auch, dass Sie der richtige Mann dafür sind. Ehrlich? Ja. Sie kennen mich ja jetzt. Ja, ich habe Sie im Fernsehen beobachtet und so. Ich sehe viele Pfeifen. muss man so offen sagen, oder? Absolut, das muss, kann man ja auch, ist auch wirklich wahr. Es ist viel Schrott, was da versendet wird. Ja, also wir schämen uns teilweise. Sehr. Wirklich. Ich sage oft, ich komme vom Radio. Ja, natürlich. Ja, und das heißt aber dann, aber wie lange läuft der Vertrag noch fürs Morgenmagazin? Unendlich. Das ist ein Rentenvertrag. Ach so. Ja, das ist Wahnsinn. Wirklich, ist man da unkündbar? Aber man muss ja auch eine gewisse Konstitution mitbringen. Ja, das Problem ist einfach, Sache, die Sendung ist gigantisch toll. Ja. Das Problem ist nur die Uhrzeit, dass man eben um 0 Uhr zwischen 0 und 1 Uhr anfangen muss. Und die meisten Moderatoren davor haben so maximal 2 Jahre ausgehalten. Ich und was passiert danach mit denen? Nach 2 Jahren? Karneval? Ich weiß gar nicht. Wie war fast so laut? Ich weiß, Mike Erzgobel zum Beispiel, Dreisat, ein großer Kollege, der viel Kulturzeit macht oder früher gemacht hat, leitet jetzt die Redaktion. Ja. Also sind Der macht das auch schon ein paar Jahre. Ja, der macht ein paar Jahre. Ja, beim ZDF gibt es ja verschiedene Teams. In der ARD gibt es nur ein einziges schlagkräftiges Team und... Anne Gästhüsen und Sie? Genau. Ja. Und ach so, das ZDF, die wechseln sich ab. Die haben ja mehrere. Aber Patrick Sievers darf jetzt auch schon in der Kälte stehen in Washington, habe ich gesehen. Ja. Und abends 20 Uhr und so. Wären Sie da auch gerne gewesen? Früher wäre da ein Jumbo vom WDR rübergeflogen. das jetzt war ja jetzt, ja, wir waren 2004 bei der letzten Wahl, als John F. Kerry, dieser wunderbare Mann mit der Ausstrahlung einer Energiesparlampe, den kennen Sie natürlich, keine Frage. als die Wahl war, war ich in Washington, da habe da berichten können. Und ihr geht doch bestimmt immer auf die ganz aktuellen Ereignisse ein. Es war ja wirklich eines der Ereignisse letzte Woche, war ja das Wunder von New York, wie wir es gesehen haben, die Landung auf dem Hudson River. Und das Gute ist ja, dass es nutzt ihr auch moderne Medien, dass ihr auch so Twitter, Blog, Chat, solche Sachen irgendwie nutzt. Was ist genau ein Twitter? Das kann ich alles gleich noch erklären. Erstmal, dass die Leute wissen, dieses Bild gab es ja letztendlich aus New York, was wirklich auch in der Zeitung exklusiv war. Unglaublich, so deutlich hat man es nie gesehen. Wirklich, da hat man echt mal gewusst. Kennt man alles. Ja, ja, was da passiert es zu der Sekunde. Es ist wirklich Wahnsinn. Also da sieht man nochmal die ganze Action, die sich da hat. Diese Dynamik angedeutet. Das ist ein Bild, was wir gestern aufgenommen haben über den neuen von Veronika Ferres. Ja, das haben wir hier. Twitter. Das möchten wir ganz schnell mal twittern.
Hier sehen Sie es ganz genau. Hier ist ja... Beim Edelitaliener aufgenommen. Naja, hier ist Veronika Ferris. Da sieht man das. Hier ist der Kellner. Der Edelitaliener. Hier hinten der Porsche Cayenne, der da durchfährt und so. Also wirklich ganz wichtig, dass man twittert. Aber wir sind ja auch ein Service-Magazin hier bei uns. Wir möchten den Leuten natürlich das zeigen... Das hat ja bei euch früher Hademar Bachhofer so nett gemacht. Bankhofer, ja. Bankhofer, den ja. Kennen Sie auch. Grüße bitte, ja. Ich habe es bedauert, dass er gescheitert ist. Kann man Ihnen nicht so eine Kiwi-2-Chance geben? Ich meine, die Dicke ist doch jetzt auch wieder im Fernsehgarten. Also, die Dünne, also früher, ja. Bevor sie Weight Watchers genommen hat. Echt? Die war bei Weight Watchers? Die war bei Weight Watchers. Wieso denn bei Weight Watchers? Ja, ich weiß nicht, ob sie dort war, aber sie hat eben Weight Watchers gesagt, hat Kohle dafür gekriegt, hat man sie rausgeschmissen. Aber jetzt ist sie rehabilitiert. Na ja, gut, aber dieses Weight Watchers scheint ja echt gut zu sein. Also ich esse es gern. Aber mir wird schlecht, jetzt habe ich aufgehört. Was ist das jetzt zum Beispiel? Das ist... Ist das so ein verrücktes Internetzeug? Ja, das ist ein Blog. Ah, das ist ein Blog. Nein. Ich dachte, okay. Das wäre Word 1.0. Nein, das ist ein Blog. Blondinen. Jetzt fragen viele, ja, und wie sieht es aus? Ich habe doch auch meinen Mann im Chat kennengelernt. Ja. Richtig, das ist hier ganz normal ein Chat. Ein Chat, ne? Das ist auch ganz wichtig. Und nicht unwichtig, das darf man nicht vergessen, das, was wir auch gerade gezeigt haben, das war ein Twitter. Das ist das hier. Dass man da die Unterschiede einfach mal den Leuten deutlich herausbringt. Ja. Sven Lorich, vergessen Sie uns nicht, wenn dann die Karriere richtig losgeht. Auf viele werden arrogant, heben ab, kommen nicht mehr. Wenn es dann richtig knallt. Oder sitzen öfter hier. Ja, wir drücken die Daumen, alles Gute. Danke. Und spätestens im Sommer im dritten Programm mit einer eigenen Sendung, zunächst mal für den WDR. Ja. Sven Lorich, meine Damen und Herren. Dankeschön.